kann auch ausgetauscht. Und für mich erstaunlich, Auto hat keine Schwierigkeiten, dass er das gemacht hat, was wir eigentlich uns trainiert haben, sagen wir mal, Emulation singen oder tanzen. Er hat heute eine wunderbare linke Hand gehabt, hat die rechte mitgebracht, einfach boxen. Da muss ich ihm Lob aussprechen. Das war, sagen wir mal, bei dem letzten Trainingswettkampf war es ganz gut. Da hat er mal gezeigt, dass er es kann. Und wir Deutschen sollten das nicht unterschätzen. Zizora, ihr habt gesehen, dass er mal einen rechten Haken gehauen hat. Wir haben da aber drauf trainiert. Sicher gibt es da und da noch was 100% zu verändern. Sollte mehr nach rechts gehen, dass die rechte Seite Schlaghand kürzer wird, habe ich hingeschrieben. Dafür werde ich noch, tadeln, aber heute nicht. So, aber sagen wir mal so, jetzt bin ich ganz persönlich. Könnt ihr euch vorstellen, dass mir eine Steigung aufgefallen ist, muss ich euch sagen. Brauche ich nicht drüber erklären. Also ich habe schon die letzten Tage mit mir kämpfen müssen, das gebe ich zu. Ich werde mir nachher auch noch bei meiner lieben Frau mal streicheln, weil das die letzten Tage nicht so war. Aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben, die Schwergewicht. Man sollte das auch nicht unterschätzen, dass da über sein Limit weg ist, ist immer gefährlich. Und ich glaube, Gubert ist auch ein Stein im Herzen gefallen, und uns alle vielleicht. Das Ding, ist deine Taktik aufgegangen mit Kubrat? Das, was ihr euch vorgenommen hattet? Hast du ihn denn die letzten Tage auch, ich meine, war ja ein bisschen was los jetzt die letzten Tage, gerade mit den beiden, die haben sich ein bisschen gekappelt. Und Kubrat wirkte auch im Kampf sehr ruhig. Hat euch das nicht irgendwie ein bisschen beeinflusst, das Ganze? Jetzt möchte ich mal was zu sagen, wenn er schon mal hier seid. Er hat es angenommen. Jeden Tag ein mentales Training mit ihm gemacht. Und der hat mir dabei vielleicht indirekt geholfen. Ich habe die letzten Tage oder Wochen Trainingstage richtig Freude gehabt zu trainieren. Wenn das so nicht alles so läuft oder man ist nicht zufrieden, man ist ein Trainer zufrieden, das ist ganz selten. Aber man muss auch, wenn man was Gutes macht, müssen wir ihm auch die Anerkennung geben. Ja? Sicherlich hat er das gemacht mit der Taktik und ich habe nie geglaubt, dass er so einen Auerzahn reinhaut. Wir haben uns aber laufen, er hat sich schon ein bisschen aufgeregt, dass er jeden Tag wieder eine Dreiviertelstunde tanzen gemacht hat. Immer wieder. Ich habe mir genau mehr schonen und wenn ich dauer hat, der Bramowski, das gemacht, wir stimmen uns immer ab. Ich gebe den Dirigentenstab immer weiter. Und das klappt eben, wenn man einen loyalen Assistenztrainer hat. Aber stimmt, muss fair sein. Wir waren jetzt in der Kabine, also im Rahmen gesagt, wir waren immer mehr überrascht. Einer machst du, der andere so. Muss es heute auch gewinnen, weil du hast gesagt, du wirst nicht, nie wirst du abtreten, egal wie alt du bist, wenn du keinen Schwergewichtsweltmeister haben wirst. In deiner Vita. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe. Das hast du mir gesagt, Bert mehrfach. Und das habe ich mir natürlich behalten. Ja, ich muss das, sowas muss man mal raus. Naja, gut. Lass mich mit Management zusammensetzen oder meinen Werdegang mit dem besprechen. Ich habe jahrelang da sehr positive Erscheinungen gehabt von und Senioren und von Junioren, wir müssen uns zusammenbeißen, denn wir haben eine große Aufgabe im Boxsport, wirklich. Das, so populär wie er ist, wir müssen auch die Leistung bringen, ich muss ganz deutlich sagen. Und wir haben genug Talente, sie müssen nur geformt werden. Da immer wieder. Das stimmt auch nicht. Ja, populär, Kalle, ein bisschen was vielleicht zum Vorprogramm, gute Kämpfe dabei gewesen, wir haben eine tolle Stimmung in der Halle gehabt. Wir hatten für diese erste Veranstaltung hier in der Barclaycard Arena auf 7000 angelegt. Die haben wir auch erreicht, die Zahl. Ist Hamburg
auch für weitere Veranstaltungen, auch hier in der Barclaycard Arena, etwas, was wir wiederholen können, ständig wiederholen können. Nächstes Mal aber nicht ab 17 Uhr mit 25 Grad draußen, aber super, also Zwischenname, jetzt müssen wir ein bisschen zurückspulen, also Patrick Wojcicki, wieder mir gut gefallen, Arthur Mann, wirklich jemand, der für mich ein bisschen früh so ein Brudorf-Kampf, Brudorf ist ein alter Hund, der weiß ganz genau, was er da macht und das war ein harter Kampf und ein guter Test, ich glaube dann 6., 7., 8. Profikampf, ja? Also das Hut ab, hat er gut gemeistert, also Arthur Mann auf jeden Fall ein guter Mann im Cruisergewicht für die Zukunft. Noel Gevo heute sehr gut die Taktik durchgesetzt, Stefan Hertel hat mir auch gut gefallen und natürlich unser Vince. Ja, hat sich schon etwas geändert ein bisschen, dass es ein bisschen mehr Richtung das klassische Boxen geht. Man will natürlich nicht dieses Wilde, dieses Rohes verlieren und ich glaube, wir haben gesehen heute, wie er den Kampf beendet hat, dass es immer noch sehr, sehr da ist. Es muss natürlich noch ein bisschen die Boxschule reingebracht werden. Ich glaube, Uli hat auch seine Meinung wahrscheinlich dazu. Aber ich glaube, wir sind da in einem guten Team und ich glaube, Uli wird auch seine Art da geben als Cheftrainer und Team Sauerland, dass er auch sein vieljähriges und sein erfolgreiches Know-how auch da reinspricht, weil bei Vince müssen wir alle so ein bisschen mitziehen. Das ist halt ein wahnsinniges, hohes Talent, ja, aber man sieht die Schlagkraft, man sieht dieses wildes Killer-Instinkt in ihm drin und wie jeder weiß, ich bin ein großer Fan. Danke, Kaleb. Wir kommen schon mal zu Ihren Fragen. Wenn Kubrat da ist, dann werden wir ihm kurz erzählen, wie wir alle gelobt haben. Aber ihr könnt bitte schon mal anfangen.